Tun wir mal so, als ob du Kühlschränke baust. Du baust Kühlschränke, die werden auch alle ganz gut verkauft. Läuft bei dir. Deine Konkurrenz, vielleicht ist es auch dein Nachbar, der aus irgendeinem Grund immer um 2 Uhr morgens duschen geht. Der baut auch Kühlschränke, die werden auch alle ganz gut verkauft. Alle bauen Kühlschränke, alle können die irgendwie was kühl halten oder was. Ist alles so spannend, ich kann einfach nicht mehr. Jetzt beschließt dein Nachbar aber einen Kühlschrank zu bauen, der irgendwie nicht so ist wie all seine anderen Kühlschränke. Denn dieser hat nun eine Tür, die nicht mehr so aufgeht, sondern eine Tür, die jetzt wie so ein Lederlappen zur Seite fährt. Dein Nachbar plant aber nicht, diesen Kühlschrank ganz normal zu verkaufen. Er hat das Ding nur ein einziges Mal gebaut. Dann ist er allen möglichen Zeitungen in die DMs geslidet. So könnte der Kühlschrank der Zukunft aussehen. Die ganzen Zeitungen dann so: Detlefs Kühlschränke zeigt innovative Version für Kühlschränke. Und du fragst dich dann, was zur Hölle an so einer Lederlappentür innovativ sein soll. Das sind doch einfach nur motorisierte Kabel, die eine flexible Kunststofftür aufziehen. Das wird alles so nie gebaut werden. Es macht wenig Sinn. Hör auf, um 2 Uhr morgens zu duschen. Mein Schlafzimmer liegt direkt unter deinem Bad, Mann. Und genau das sind basically Konzeptautos, nur halt als Kühlschrank. Ein Autohersteller baut ein Auto, dann noch ein Auto, dann noch ein Auto und dann baut er einen Zirkus auf 4 Rädern und sagt: Vielleicht bauen wir irgendwann mal aus Jubel. Und ich würde das auch alles gar nicht so cringe finden, wenn die gesamte Medienwelt das alles nicht so dermaßen ernst nehmen würde. Es gibt Konzeptautos, die Sinn machen, weil die Hersteller einfach nur sagen: Hey, wir wollen bald ein ganz bestimmtes Auto bauen, so könnte es aussehen. Und dann sieht das finale Auto entweder nur ein bisschen anders aus als das Konzept oder ein bisschen mehr. Das BMW i8 Konzeptauto sah zum Beispiel so aus. Und das, was sich dann alle kaufen konnten, so. Wie oft der TÜV bei denen angerufen hat, um zu sagen, dass Vollglastüren nicht drinne sind, lässt sich nur vermuten. Und dann gibt's halt Konzeptautos, die nur ein einziger Fiebertraum auf Michelinrädern sind. Da geht's dann auch meistens nicht darum, irgendwas Innovatives zu erschaffen. Irgendwas, was in Zukunft bei einem Fahrzeug auch irgendeinen Mehrwert bieten könnte. Nein. Da geht's einfach nur darum, weird zu sein. Warum können sich die Scheinwerfer von diesem Auto schließen, als wären es Augen von Sonne geblendet? Und die Motorhaube geht auf wie etwas, was eigentlich nicht an die Front eines Autos erinnert. Das ist ja voll die Metal-Bending-Magic, die hier erfunden wurde. Ah nee, das ist ja alles gar kein Metall. Das ist ja einfach nur eine riesige Kunststoffplane, die durch viele kleine Motoren in alle Richtungen gezerrt wird. Das alles würde im richtigen Straßenverkehr auch definitiv sehr viel Sinn machen und lässt deine Versicherung auch nicht explodieren, weil basically alles, was dein Wagen treffen könnte, selbst ein dickes Eichhörnchen, das kurz den Grip verloren hat, die Oberfläche deines Autos instant beschädigen würde. Diese Möhre hier ist auch nicht viel schlauer. Was nun genau der Sinn sein könnte, dass sich dein Kotflügel beim Lenken mit dem Rad rausdehnt, das lässt sich mir nicht so ganz erschließen. Und jetzt komm mir bloß nicht mit Aerodynamik. Aber hey, im Wagen gibt's einen Kristall, der mit der Außenwelt kommunizieren kann. Bling, bling, boing, 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 boing. Dieses Konzeptauto hier öffnet sich auf eine Weise, die dir ermöglicht, auf einem Edeka-Parkplatz nicht mehr aus deinem Auto zu kommen. Aber vielleicht willst du das ja auch gar nicht. Vielleicht willst du ja in deinem Auto mit einer kleinen Kristallversion deines Autos spielen. Wenn du das Ding auf so ein TFT-Display legst und nach vorne frumst, dann wird da irgendwie deine Route berechnet. Ist das vielleicht die Antwort darauf, wie wir unsere Navi-Ziele in Zukunft am effizientesten einzugeben haben? Wir frumm da einfach hin! Den Vogel so richtig abgeschossen hat aber meiner Meinung nach Mercedes mit ihrem Konzept. Wenn du dir jemals Sorgen machst, dass das, was du tust, nicht so meaningful ist oder du deinen Sinn im Leben hinterfragst, dann erinnere dich von nun an, dass Mercedes für den Film Avatar echtes Geld genommen und in ein Konzeptauto gesteckt hat, das Kugeln als Reifen und Schuppen auf dem Dach hat. Der Wagen hat Schuppen auf dem Dach, um mit Außenstehenden zu kommunizieren. Warum wollen eigentlich alle Konzeptautos mit der Außenwelt kommunizieren und entscheiden sich, dies dann auf die merkwürdigste Art und Weise zu tun? Wir können einfach Lautsprecher verbauen. Nein, Mann! Wir verpassen der Kiste einen Klapperschlangenschwanz und 4 Magic-Kristalle, damit auch jeder weiß, was das Auto sagen will. Nach einem Lenkrad kannst du lange suchen. Steuern tust du das Auto nämlich mit einem glubschigen Joystick in der Mitte. Mit dem Ding lenkst du dann aber nicht nur. Du gibst da auch Gas und bremst. Ich lade dich herzlichst dazu ein, dies mit 150 Sachen auf der Autobahn zu machen. Dieses gewaltige Armaturendisplay würde ich definitiv als solide Chock einstufen, wenn es nicht einfach nur ein Beamer an der Decke dieser Seife wäre, der bei Tageslicht mit Sicherheit nicht mehr so geil performt. Oder wenn man mal eine Hand drüber hovert, um irgendwie Touch zu machen. Was sollen mir nun all diese crazy Fahrzeuge über die Zukunft der Mobilität sagen? Außer natürlich, dass die Zukunft autonom wird, was gefühlt jedes zweite Konzeptauto sein will. Und das in einem Land, mit dem ich mit etwas Glück vielleicht noch erleben darf, dass sowas auch legal sein könnte. Die allermeisten Konzeptautos zeigen off-the-shelf Technologien, die es schon lange gibt. Wir haben schon lange Beamer. Wir wissen, wie man Beamer benutzt. Und wir könnten auch einen PKW mit einem Joystick steuern. Die große Frage ist nur, müssten wir das unbedingt auch? Ich glaube nicht. Diese ganzen Konzeptvisionen sind unterm Strich keine Vision für die Zukunft, sondern einfach nur Marketing-Stunts. So könnte das Auto der Zukunft aussehen. Mercedes zeigt innovative Version für Auto. Und ich kann dir auch nicht super genau sagen, warum mich das alles genug aufregt, dass ich hier ein ganzes Video drüber mache. Ich meine, am Ende tun Konzeptautos keinem was. Vielleicht finde ich es einfach nur albern, dass ich
Influencer diese Dinger setzen und for real erzählen, wie innovativ eine Navi-Eingabe ist. I just think that is so innovative. Aber ich finde auch sehr vieles in der Medienmarketing-Welt albern. Also was soll's? Eigentlich einfach alles. Ist alles albern. Sollte man alles nicht ernst nehmen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, ihr Gurken. Was haltet ihr vom Thema? Alle Meinungen sind willkommen. Vor allem die sehr originelle Meinung, dass der i8 der schönste BMW ist, den BMW je gebaut hat. Auch wenn er von hinten so aussieht, als ob ein Porsche aus dem Hintern presst. Habt euch lieb. Euer Plaplagen-Tonton. Tonton. Wurmbrumm.